Von der Erde zum Mars in 4 Minuten. Davon träumen derzeit die Wissenschaftler und neue Weltraumpioniere wie Elon Musk. Was derzeit noch wie Zukunftsmusik klingt, könnte bald Realität werden, denn internationale Forscher stehen sehr wahrscheinlich kurz vor dem Durchbruch. Auf der Suche nach der Überlichtgeschwindigkeit haben sich in den vergangenen Monaten und Jahren die Meldungen überschlagen. Und wir schauen heute, was dran ist am Warp-Antrieb und Co. Doch bevor wir loslegen, möchten wir dich noch kurz bitten, unsere Arbeit zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach tun, indem du unseren Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und uns am Ende des Videos einen Like gibst. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Wir schauen uns jetzt zuerst die wichtigsten Fakten rund um die Geschwindigkeit des Lichts an. Schneller als das Licht. Licht breitet sich in winzigen Wellen und rasend schnell aus. Schaltest du eine Glühbirne bei dir zu Hause ein, ist schlagartig der ganze Raum erhellt. Die Zeit vom Einschalten bis zum Erreichen des Zustandes der vollständigen Erhellung bekommst du bewusst gar nicht mit, kannst du auch gar nicht, denn es handelt sich um weniger als den Bruchteil einer Mikrosekunde. Aber Licht hat noch ein paar weitere interessante Eigenschaften, als nur schnell zu sein. Wir kennen Licht als Emission der Sterne im Weltall. Das Licht entsteht quasi als Nebenprodukt der stellaren Fusionsvorgänge. Quanten sind ebenfalls kleinste Lichtteilchen und die Bausteine der Materie. Quantenphysiker vermuten, dass das Licht einer der Hauptinformationsträger im Kosmos ist. Dass Licht eine Größe im All ist, an der man nicht vorbeikommt, stellte schon Albert Einstein vor knapp 100 Jahren fest. Er fand heraus, dass Licht bzw. dessen Geschwindigkeit die einzige konstante und nicht relative Kraft im Universum ist. Die Geschwindigkeit des Lichts, das sich durch ein Vakuum bewegt, beträgt exakt 299.792.458 Meter pro Sekunde. Eine weitere kosmische Maßeinheit für Licht ist das Lichtjahr. Das gibt die Entfernung an, die das Licht in einem Jahr im Kosmos zurücklegen kann. Dieser Wert liegt bei etwa 10 Milliarden Kilometern. Das Lichtjahr ist eine Maßeinheit, mit der Astronomen und Physiker die riesigen Entfernungen in unserem Universum messen und beschreiben. Wollten Menschen zum Mars reisen, bräuchten sie je nach Position von Erde und Mars auf dem momentanen Stand der Technik 5 Monate bis 2 Jahre. Wollten Menschen unter den derzeitigen Umständen bis ans Ende des Sonnensystems reisen, wären sie mehr als 100 Jahre unterwegs. Die vergleichsweise kleine Voyager-Sonde hat für diese Reise 33 Jahre gebraucht. Bis zum nächstgelegenen und 4,3 Lichtjahre entfernten Alpha Centauri-Sternsystem bräuchte ein großes Raumschiff mehrere tausend Jahre. Schauen wir uns diese Distanzen realistisch an, müssen wir zugeben, dass wir Menschen noch einiges zu tun haben, wenn wir irgendwann den Raum oder auch nur das eigene Sonnensystem bereisen möchten. Der Traum der bemannten Raumfahrt. Bemannte Raumfahrt gab es seit den Mondmissionen so gut wie nicht mehr. Von den 1960er Jahren bis in die 1980er schickte die NASA Menschen auf den Mond. Derzeit halten sich Menschen im Kosmos nur in der erdnahen Raumstation ISS auf. Das war's dann aber auch schon. Wir sind bisher also nicht weiter als bis zum Mond gekommen. Und das ist jetzt auch schon 40 Jahre her. Die NASA sowie die neuen Raumfahrtpioniere SpaceX und Blue Origin möchten in absehbarer Zeit aber wieder Menschen ins All schicken. Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen des Amazon-CEOs Jeff Bezos, und SpaceX planen bemannte Flüge zum Mond. SpaceX möchte ab den 2030er Jahren sogar die ersten Wissenschaftler auf den Mars senden. Die großen Probleme bei diesen Reisen sind nach wie vor die Distanzen, die Zeit und die Belastungen, die dem menschlichen Körper bei Flügen im All ausgesetzt sind. Schon jetzt dürfen Astronauten nur 6 Monate auf der ISS bleiben, andernfalls drohen Probleme wie Muskelschwund, Augenschäden und ein erhöhtes Krebsrisiko durch hohe kosmische Strahlung. Raumschiffe, die annähernd mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, könnten die Reisezeit von der Erde zum Mars auf einige wenige Minuten reduzieren. Bei Reisen in einer Warpblase blieben Menschen vor kosmischer Strahlung und anderen schädlichen Einflüssen des interstellaren Raumfluges weitestgehend verschont. Bevor es soweit ist, dass Menschen mit Überlichtgeschwindigkeiten durch Manipulationen der Raumzeit fliegen, wären Raumschiffe, die doppelt oder dreimal so schnell sind als die bisherigen, schon eine enorme Verbesserung.
Elon Musk ist der erste Mann, der Menschen auf den Mars schicken möchte. Die Ankündigung der Mars-Missionen und Baupläne zu einer ganzen Mars-Kolonie sind seit Jahren bekannt. Dennoch zweifeln anerkannte Physiker und Astronomen derzeit noch daran, dass Projekte wie diese realistisch umsetzbar sein werden, wenn wir keine schnelleren Raumschiffe zur Verfügung haben. Im Jahr 2019 forderte der bekannte US-amerikanische Astrophysiker Neil deGrasse Tyson den SpaceX- und Tesla-Chef via Twitter heraus. DeGrasse Tyson forderte den Multimilliardär dazu auf, nicht weiter Zeit und Geld für Cybertrucks, Hyperloops oder Mars-Raketen zu stecken. Vielmehr sollte Musk sich um die Entwicklung eines Warp-Antriebs kümmern. Musk konterte damals, dass seine geplante Stadt auf dem Mars die, Zitat, machtvolle, vorantreibende Kraft sein wird, um den Warp-Antrieb zu erfinden. Was Musk damit genau meinte, bleibt bis heute unbeantwortet. Niemand weiß derzeit, ob SpaceX mit internationalen Wissenschaftlern kooperiert und am Warp-Antrieb arbeitet oder nicht. Wie realistisch ist der Warp-Antrieb? Bis in die Gegenwart streiten sich Experten, ob und wie der legendäre Antrieb, den wir alle aus Star Trek und anderen Science-Fiction-Filmen kennen, realisierbar sein wird. Schon in den frühen 1990er Jahren wurde die Idee von Physikern geprüft. Zunächst waren die Aussichten düster, doch schon 1994 präsentierte ein mexikanischer Forscher eine Rechnung, nach der der fantastische Antrieb tatsächlich machbar wäre. Noch einmal kurz zur Erinnerung, der Warp-Antrieb schickt Raumschiffe durchs All, indem er den Raum vor dem Raumschiff komprimiert und hinter dem Vehikel ausdehnt. Durch diese Manipulation entsteht eine Falte im Raumzeitgefüge, über die weitere Strecken im Handumdrehen zurückgelegt werden können. Miguel Alcubierre bewies 1994 als erster Mensch, dass der Antrieb nicht, wie bisher angenommen, gegen Einsteinsche Gesetze verstoße. Das einzige Problem bei Alcubierres Lösung war die vergleichsweise große Menge an Energie, die für die Manipulation der Raumzeit benötigt wurde. Ohne gigantische Reaktoren an Bord wäre Alcubierres Raumschiff auch nicht schneller vom Fleck gekommen als heutige. Doch auch für dieses Problem fand sich bald eine Lösung. 2010 fand der US-amerikanische Forscher Dr. Harold G. Sonny White eine Antriebsart, die ganz ohne Treibstoff und Energie und nur mit sogenannter negativer oder exotischer Energie auskommt. Das neue Problem, das sich dabei ergab, war der Umstand, dass die Existenz der negativen Materie 2010 noch nicht bewiesen war. Das hat sich aber 2021 geändert. White konnte im Casimir-Effekt das Vorhandensein geringer Mengen negativer Materie nachweisen. Bisher ist das nicht genug, um ein tonnenschweres Raumschiff anzutreiben. Die Technik könnte aber zukünftig vielversprechend sein. Doch damit sind wir längst noch nicht am Ende der Neuerungen rund um den Warp-Antrieb und das Fliegen in Lichtgeschwindigkeit. Der M-Drive-Mikrowellenantrieb. Bevor die Existenz der Negativmaterie nachgewiesen werden konnte, machten sich Forscher vor allem daran, Modelle der superschnellen Bewegung zu entwickeln, die ohne Energie auskommen. Das vielversprechendste Konzept stammt von einem britischen Wissenschaftler namens Roger Shawyer. Der ehemalige Projektleiter des Raumfahrtunternehmens Astrium hat einen hypothetischen Mikrowellenantrieb entwickelt, der dem Warp-Antrieb Konkurrenz machen könnte. Shawyers M-Drive funktioniert theoretisch, indem er Mikrowellen in einer Art Kupferkegel einfängt und durch deren Abprallen einen Schub erzeugt. Der M-Drive stützt sich vor allem auf das zweite Newtonsche Gesetz, wonach die Kraft als Änderungsrate des Impulses definiert ist. Die elektromagnetische Welle, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, hat einen bestimmten Impuls, der auf einen Reflektor übertragen zu einer winzigen Kraft führt. Entsprechend akkumuliert soll aus der winzigen Menge eine so große Kraft werden, dass der M-Drive, ganz ohne Treibstoff, zwar nicht Lichtgeschwindigkeit, aber doch eine erhebliche Verbesserung bringen würde. Die NASA ließ verlautbaren, dass Tests mit einem auf der M-Technik basierenden Triebwerk mehrfach erfolgreich verlaufen wären. Kurz später verkündete eine Wissenschaftsgruppe aus China, diesen Antrieb ebenfalls erfolgreich getestet zu haben. In Dresden getestet und für untauglich befunden.
Kritische Wissenschaftler haben die Ergebnisse der NASA und der Chinesen nicht so ohne weiteres geglaubt. Zu irreal klangen Ideen zu Mikrowellen, die Schübe erzeugen sollen, und Fragen, wie diese Wellen initialisiert werden sollen, wie sie sich weiter bewegen und woher sie ihren Schwung beziehen, ließen einige deutsche Physiker nicht los. Folglich machten sie die Probe aufs Exempel. Stattgefunden haben die Überprüfungen an der Technischen Universität Dresden. In Dresden kam man zu ganz anderen Ergebnissen und die Forscher sagten der NASA und den chinesischen Kollegen, dass irgendetwas mit ihren Testreihen nicht ganz richtig gewesen sein kann, denn in Dresden hat der M-Antrieb trotz mehrerer Versuche versagt. Da die NASA diese Kritiken nicht weiter kommentierte und aus China ebenfalls keine Stellungnahme zu vernehmen war, haben sich alle Hoffnungen wieder dem Warp-Antrieb zugewendet. Immerhin könnte dieser, einmal umgesetzt, fast alle Probleme der bemannten Raumfahrt auf einen Schlag erledigen. In einer künstlich erzeugten Warp-Blase bewegt sich nämlich nicht das Raumschiff, sondern quasi das All. Insassen eines Warp-Raumschiffes würden von ihrer interstellaren Reise im besten Fall gar nicht viel mitbekommen. Bringt uns Dr. Erik Lenz den Warp-Antrieb? Als Captain Picard mit der Enterprise durch Raum und Zeit düste, war der heute 34 Jahre alte Physiker Erik Lenz noch ein kleiner Junge. Schon damals ließ Lenz die Frage nicht los, ob der Warp-Antrieb realistisch möglich sei. Während der Pandemie nahm sich der fast arbeitslos gewordene Lenz aus Langeweile noch einmal den Alcubierre-Antrieb sowie die Verbesserung von Dr. White vor und suchte nach einer Lösung für das Energieproblem. Durch einen besonderen Umstand in der Geometrie der Raumzeit fand Lenz Lösungen für den Antrieb, die ganz ohne die Verwendung von exotischer bzw. negativer Energie auskommen. Entdeckt hat er die Lösung in den Einsteinschen Feldgleichungen. Dank diesen kann man berechnen, wie bestimmte Materie- und Energieverteilungen die Raumzeit verzerren. Wie Alcubierre zerlegte Lenz dafür die Raumzeit in gestapelte Schichten. Nur durchsuchte der praktische Astrophysiker Lenz dabei viel komplexere Einheiten als der theoretische Physiker Alcubierre und wurde fündig. Lenz' Entwurf sieht zwar ebenfalls die Verwendung einer großen Menge von Energie vor, dafür aber durchweg positive Kräfte, deren Vorhandensein bereits bekannt, bestätigt und verfügbar ist. Mit positiver Energie funktioniert zudem ein Konzept, das auf die Schweizer Forschergruppe Applied Physics zurückgeht. Auch diese Forscher legten das Konzept eines superschnellen Antriebs, der ohne Treibstoff auskommt, vor. Das Modell kommt zwar nicht über die Lichtgeschwindigkeit hinaus, könnte die Raumfahrt aber realistisch bereits in wenigen Jahren enorm voranbringen. Wir dürfen also gespannt sein, welche Neuerungen wir demnächst hier verkünden dürfen und hoffen natürlich, dass du dabei bist. Sag uns, wie du über die Zukunft der bemannten Raumfahrt und die Entwicklung eines Überlichtantriebs denkst. Glaubst du, der Warp-Antrieb wird demnächst möglich sein? Schreib uns deine Ideen und Vorschläge passend zum Thema ganz einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Simply Space.